Herzlich willkommen auf Multilaser und hier geht's weiter mit unserem WPL-Toy und der Achse hinten. Ich muss mich ein bisschen beeilen, meine Schraubensicherung löst sich nämlich hier langsam in dem Taschentuch auf. Ne, da muss ein bisschen mehr ran. Wir machen hier jetzt weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Natürlich drehe ich das gleich weiter. So, zack, 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 rein da. Und das kommt nämlich jetzt hier, das ist echt crazy. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Das kommt jetzt hier auf die Stange drauf, so. Und gleichzeitig regelt das hier aber auch für mich, meiner Meinung nach, den Spiel der Stange in den ganzen Konstrukt hier mit dem Kugellager. Seht ihr das? Wie sauber das hier so drinne sitzt. So kommt mir das rüber. Und bevor ich damit Fett rangehe, weil da, ich will hier auf jeden Fall gleich noch Fett zwischensetzen, hier und hier und hier drinne, dass es wird ja eventuell Wasser reinkommen durch Wasserfahrten oder und damit das Ganze so ein bisschen geschützt ist, also was heißt geschützt vor Rost natürlich, muss da ein bisschen Fett zwischen. Was ist mit der Mahnschraube hier los? Ah. Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn mit dem Gewinde hier los? Och nö. Och nö. Okay, sehr schade. WPL-Toy. Sehr, sehr, sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Hier fehlt ein Gewinde drin. Ah, das. So, das kann natürlich immer passieren. Aber ihr seht, da ist kein Gewinde drin. Ich werde mal kurz schnell versuchen, da selber ein Gewinde reinzudrehen. Das ist ärgerlich. Welche Größe haben wir hier? Wieder mit meinem genauen Messschieber hier. Das ist ärgerlich jetzt. Hier haben wir ...2,8, also M3. Oder? Was laber ich da? ...2,8. Ich muss mal kurz nach meinem Gewinde-Z gucken. So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier ein Gewinde reingedreht. Ich möchte euch das mal kurz zeigen. Na, kann man es sehen? Es ist ein Gewinde drin. Hier, der kleinste Gewindebohrer, den ich hatte. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich glaube nicht, dass es M3 war. Aber ich hatte nur M3. Und ja, ein bisschen Spiel hat sie, aber es ist M3. Und es funktioniert. Geil, ich konnte mir mein eigenes Gewinde gerade drehen. Und so wären wir nämlich jetzt hier. Wäre das jetzt der letzte Part gewesen. Dann hätten wir das Auto so gesehen nicht fertigstellen können. Ich hätte das hier nicht draufschrauben können, weil kein Gewinde da war. Jetzt habe ich aber durchs Gewinde drehen, merke ich gerade hier Späne noch drin, ne? Aber geht noch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Mahnschraube nicht in den Gewinde, was ich gerade frisch selber gedreht habe, verkacke. Und wir haben es geschafft. Ein bisschen Spiel ist hier drin. Süß. Sogar die Welle eiert ein bisschen. Ist das schnuckelig. Minimal Spiel. Ich lasse das kleine Spiel hier drin. Ist mir egal. Das mit dem Gewindebohren geht gar nicht. Also wenn ihr sowas habt, ich kann euch da in dem Moment absolut verstehen. Wenn ihr da ausrastet, wenn ihr sauer seid, bin ich auch in so einem Fällen. Da muss man mal kurz für sich 5 Sekunden sauer sein und dann muss man sich wieder beruhigen, weil es macht einfach keinen Sinn, sich weiter darüber aufzuregen. Es ändert nichts an der Situation.
Ist einfach so. Das ändert einfach nichts an der Situation. Ihr habt nichts davon. Ne? Deswegen regt euch kurz auf und dann kriegt euch wieder. Aber das ist wirklich schon, also das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also da muss ich sagen, fail. Ne? Das geht gar nicht. Also für mich No-Go. Da finde ich, sollte mehr Kontrolle sein bei den Sachen. Finde ich nicht gut. Weil die Anleitung schön und gut, ne? Ist ein Spaß für sich. Macht man mit. Ne? Ist anfangs wirklich lustig so, dass man so ein bisschen selber herausfinden muss und so alles. Aber dann muss wirklich auch die Sachen müssen stimmen. Ne? Also es muss einfach passen hier. Ne? Und da ist es dann nicht mehr lustig, wenn Gewinde fehlen. Ne? Weil nicht jeder hat ein Gewindeschneidezett zu Hause. Und ich hatte jetzt echt Glück, dass ich wirklich einen Gewindeschneider hatte, der passte, der funktioniert hat. Sagen wir mal so, ich hatte so viel Glück, dass es überhaupt funktioniert hat. Ja, finde ich nicht gut. Also da bin ich bei euch, wenn ihr da sauer seid. Kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wir müssen ja nicht alles schön reden. Und da bin ich absolut kein Freund von. Ne? Da müssen wir auch mal realistisch bleiben an der Stelle. Das ist scheiße. Gut, machen wir weiter hier. Genug aufgeregt. Wir haben unsere kleine Achse fertig. Zusammengebaut. Hat ganz, ganz, ganz klein Spiel. Ganz klein Spiel. Ist okay. Juckt mich jetzt nicht. So, der Deckel. Wie rum kommt der denn drauf? So rum. Ja. Ihr seht, der Deckel ist nicht ganz mittig. Das heißt, er geht so ein bisschen weiter nach rechts, beziehungsweise wenn ich ihn so drehe, nach oben, beziehungsweise so nach unten. Auf der Zeichnung sehe ich jetzt so, okay, so. Okay. Mit so Haken, die nicht vorhanden sind. Und was? Mit so Ausbuchtungen, die nicht vorhanden sind. Ach, ich hoffe, ich lese die Anleitung richtig. Ey. So. Ignoriert einfach dieses Getüdel im Hintergrund. So. Das schmieren wir schön ein und gehen hier voll rein. Zack. Zack, zack, zack. Dass das hier nicht trocken läuft. Und setzen das jetzt. Okay, das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen und. Boah. Okay. Jetzt werde ich aber hier leicht. Jetzt werde ich aber leicht sauer. Ne? Ich bin hier mit einem Videodreh und dann Handytöne ging gar nicht. So, jetzt setzen wir den. Jetzt schmieren wir erstmal das Messinggetriebe hier voll. So. Oh, hört ihr das Knacken? Naja. Das ist Messing, das wird sich schon einarbeiten. So. Oh mein Gott, ey. Ganz gerade, ganz mulmiges Gefühl bei dem Zusammenbau hier. Aber das passt schon. Da sollten keine Unterlegscheiben. Okay, einen Moment. Jetzt reicht's mir. Ich bin hier doch nicht im Kindergarten oder was, ey. Was geht ab hier? Meine Fresse, Alter. Internet aus, Mann. Ich hier Video drehe. Kack-Handys, ey. So. Kann aber nicht wahr sein, ey, dass ich hier während des Videodrehs gestört werde, ey. Ich glaube, ich sag's, ey. So. Bei sowas, da werde ich sauer, ne? Handys im Videodreh, ey, geht gar nicht, ey. Die scheiß Telefone nerven sowieso die ganze Zeit rum, ey. Ich hasse Handys, ey.
Wer das erfunden hat, ist wirklich so ein, naja, Themawechsel. So. Das heißt, wir sind jetzt hier zugange. Die Schrauben lassen sich sehr, 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 also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schrauben lassen sich in das Guss sehr, sehr schwer drehen und es fühlt sich auch nicht gut an. Es fühlt sich eher falsch an. Deswegen gebe ich euch den Tipp, wenn ihr sie festzieht, nach dem Festziehen, lasst gut sein. Ja, mit Gefühl. Oh, Alter. Oh. Oh, da geht ja gar nichts. Okay, das muss ein bisschen eingearbeitet werden, wohl mit der Bohrmaschine. So sehr ich begeistert war am Anfang, umso mehr schwindet meine Begeisterung gerade wieder. So. Einlaufphase beim WPL. Ja, ist Messing. So. Ein bisschen eingelaufen und ja. Ja, das liegt natürlich an den Messingteilen, die wirklich schlecht gearbeitet sind. Es sind Grate vorhanden und ja, die werden sich irgendwann abnutzen, aber da habt ihr halt eben, oh jetzt, da habt ihr halt eben keinen Leichtlauf, ne? Das muss euch klar sein, ne? Da müsst ihr Abstriche machen, Leute. Da müsst ihr Abstriche machen. So, dann kommen die Tellerräder hier wieder ran. Nee, es gibt so gewisse Sachen, da finde ich, ist okay, ne? Da kann man sagen, so okay, ne? Aber dann, nee. Also sowas geht gar nicht, ey. Finde ich nicht gut. Egal wie günstig oder billig sowas ist. Muss nicht sein. So, jetzt kommt hier. Kann auch sein, dass ich vielleicht jetzt hier auch überreagiere. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht beim Zusammenbau. Glaube ich aber nicht. Ansonsten könnt ihr es hier mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mir sicher, dass ich keinen Fehler gemacht habe beim Zusammenbau. Und so, es geht einfach nicht. Finde ich nicht gut. So, jetzt ist das Problem. Jetzt brauchen wir. Sie können ja nur diese Schrauben hier meinen. Diese. Was anderes kann es nicht sein. Davon vier. Und dann, weil es sind die einzigen, die so lang sind. Und das ist jetzt das nächste, was ich so sage, wo ihr so ein bisschen raten müsst. Und dann sind da noch welche drin. Es müssten die sein. Weil die müssen jetzt hier durch. Wir machen das jetzt hier noch in dem Part zu Ende. Er geht schon so gut wie gar nicht durchs Kunststoff hier. So. Na komm, geh doch durch da. Alter. Wie eine Schraube, Kunststoff so. Wahnsinn. Okay, geht hier auch schon sehr schwer durch. Alter. Okay. Und dann kommen die unten auch Gussteile mit Gewinde. Ja, doch. Und die andere sind für die andere Seite. Das sind die Schrauben. Das sind die 100 Pro. Das sind diese Schrauben. Okay. Und dann werden die von unten. Ich finde es so albern, dass ich schrauben soll, wenn da kein Gewinde ist. So. Und dann haben wir die Achse eigentlich auch schon fertig. Das ist die hintere. Die vordere ist hier. Die vordere wird ein bisschen komplizierter, glaube ich. Okay, die Schrauben sind hier auch richtig schön eingelassen. So. Jetzt kommen diese Deckel von hier unten ran. Wo das Feingewinde auch greifen tut.
Ich finde einen Guss zu schrauben ganz schwieriges Thema. Eher unangenehm, muss ich sagen. Also ich finde einen Guss schrauben wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Das hat aber auch zu tun, weil ich viel mit dem Roller, also mit einem 1:1 Roller, mit einem echten Roller und auch mit Auto zu tun habe. Also mit den 1:1, mit den echten Autos und echten Rollern und echte Motorräder und, oder Fahrräder, habt ihr nicht gesehen. Und da ist es auch so der Fall, wenn ihr in einem Rollerblock zum Beispiel, als ich habe auf diesem Kanal viel Roller restauriert und da musste ich öfter mal in Guss schrauben, in den Motorblock und. Und da ist das ganz kritisch, wenn ihr bei Guss zu doll dreht oder, dann ist so ruckzuck das Gewinde im Arsch. Und wenn im Guss Gewinde im Arsch ist, in einem Motorblock, uiuiui, das wollt ihr nicht erleben. Und das habe ich im Rollerbereich oft erlebt oder bei meinem Gilet Runner erlebt. Ganz, ganz, ganz miese Geschichte. Ganz miese Geschichte. Und da finde ich Guss, auch wenn es toll ist, auch wenn es schwer ist, finde ich, hat im Modellbau in dem Fall jetzt, finde ich, nichts zu suchen. Irgendwie. War ein ganz schwieriges Thema. So. Hat nichts mit der Achse jetzt zu tun, weil ich jetzt sauer bin, dass die so schwer oder sich so beschissen zusammenbauen lassen hat. Sondern es ist allgemein so. Es ist meine Meinung dazu. Ne? Nur, dass ihr es wisst. So, und die Stangen, die wir da haben, die kann ich nicht ganz, kann ich nicht deuten. Ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen mit diesen Stangen, weil seht ihr, die sehen teilweise gebogen aus, teilweise nicht. Ich werde das so machen, dass ich wohl in einem Offline-Part alle Stangen so schrauben werde. Ich finde das auch lustig. Die eine Stange hier, das ist wohl für die Lenkung. Okay, check, das kann ich noch verstehen. Und das andere hier auch. Das ist wohl diese hier. Das kann ich auch verstehen. Aber wo sind denn... Ah, hier. Und da ist aber auch nochmal so eine geknickte. Da ist auch nochmal so eine geknickte. Wie viele von diesen geknickten brauchen wir denn? Und dann auch lustig. Auf der einen Seite wird es hier gezeigt, wo die hinkommen. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Zeichnung, ist die ganze Geschichte wieder gerade. Ist halt ein bisschen schwierig festzustellen, wo was hingehört. Ja. Aber die Stangen hier sind alle gerade. Naja. Wird schon. Werden wir schon irgendwie gebacken kriegen. Das war's mit dem mit der Hinterachse. Wenn man das so sagen darf. Darf man das so sagen? Wir haben jetzt alles fertig, ne? Wir haben die Achse fertig mit selbstgedrehten Gewinde. Richtig krass. Hardcore. Eigentlich geht's hier noch weiter, aber die Stangen, die werde ich offline. Also seid mir nicht böse, aber diese Stangen hier, die werde ich offline zusammenschrauben. Das ist so eine Kackarbeit. Diese Rodends da rein und so. Das mache ich für mich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Laser. Tschüss.